Genau, also Wasserpflanzen. Stellt euch vor, wir könnten Wasser pflanzen und mit dem gepflanzten Wasser dafür sorgen, dass die Vegetation, die Pflanzen besser wachsen, dass mehr Wasser zur Verfügung steht, dass es mehr regnet, dass wir den Klimawandel abschwächen können. Wäre das nicht eine verlockende Lösung für viele Herausforderungen, vor der die Landwirtschaft steht? Ich denke, dass ja. Denn die Herausforderungen, vor der die Landwirtschaft steht, in dieser Hinsicht sind natürlich enorm. Aber ansprechen möchte ich vor allen Dingen drei verschiedene Themen. Das ist die Sommertrockenheit, wo wir die letzten Jahre verschiedene Erfahrungen mitgemacht haben und die als solche uns in den nächsten Jahren mit Sicherheit immer wieder weiter begleiten wird. Erhöhte Temperaturen und trockene Böden. Und das sind natürlich alles drei Faktoren, die miteinander irgendwie zusammenhängen. Und ein Element, so scheint es mir, spielt da eine große Rolle, nämlich das Wasser, beziehungsweise man muss sagen, eigentlich das fehlende Wasser. Wenn wir uns angucken, wie Regen fällt, beziehungsweise woher es fällt, so gesehen, dann können wir sehen, dass weltweit gesehen, global gesehen, 120.000 Kubikkilometer an Regen auf dem Lande niedergehen. Und ich hatte eigentlich immer so gedacht, dass eigentlich fast alles kommt davon vom Meer. Aber nein, so ist es nicht. Von diesen 120.000 kommen 40.000 vom Meer. Das heißt, Wasser verdunstet, also von den Ozeanen, bildet Feuchtigkeit in Luft und als diese oder als Wolkenform zieht es dann langsam auf das Land. Das heißt, 80.000, also zwei Drittel, Pi mal Daumen, des Regens, welcher bei uns auf dem Land runterfällt, ist letztendlich auf dem Land auch entstanden. Und das sind verschiedene Prozentzahlen, je nachdem, wohin man guckt. Bei uns sind das tatsächlich etwa, also hier Süddeutschland, etwa 50% des Regens, 50 bis 60% des Regens, welcher bei uns runterkommt, kommt nicht vom Ozean, sondern vom Land. In manchen Regionen ist es ein bisschen weniger und im Amazonas ist es teilweise tatsächlich 70 und 80% des Regens, welcher auf dem Lande quasi entsteht. Und noch interessanter ist eigentlich hinzugucken und zu schauen, wie entsteht da, beziehungsweise wo entsteht also die Ursprungssubstanz vom Regen, nämlich das Wasser, beziehungsweise Wasserdampf. Und der wird zu 60 bis 80% von den Landpflanzen zur Verfügung gestellt. Also das heißt, es ist ein relativ geringer Prozentsatz, der von offenen Wasserflächen oder von offenen Böden oder auch geschlossenen Böden, bedeckten Böden, entsteht. 60 bis 80% des Regens entsteht, so gesehen, in indirekter Form durch die Landpflanzen. Und wenn wir diesen Begriff, also diese Zahl dann mal hören und uns dieses Bild angucken, dann ist natürlich klar, dass da irgendwas schiefläuft. Diese Flächen hier können, wenn wir jetzt wissen, dass 60 bis 80% des Wasserdampfes, aus denen dann der Regen entsteht, natürlich nicht diese Leistung bringen. Das heißt, diese Böden, so wie sie hier über mehrere Monate im Jahr ja zu finden sind und das in vielen Gebieten der Welt, also in Deutschland und woanders aber natürlich auch, führen letztendlich auf direktem Wege dazu, dass weniger Wasser als zur Verdunstung zur Verfügung steht, was als direkte Folge einfach auch heißt, wir haben weniger Wasser zur Verfügung, was als Niederschlag woanders runterkommen kann. Wenn wir uns einen Baum anschauen, dann kann der zwischen 100 und 500 Liter Wasser am Tag verdampfen, je nachdem, wie groß er ist und wie heiß es natürlich ist und wie die Wasserversorgung ist. Also das sind schon ziemlich große Mengen, die da der Baum aktiv in die Luft bringt. Und wenn wir wissen, dass 100 Liter Wasser der Leistung von 70 Kilowattstunden entspricht, dann ist das schon eine große Leistung. Und um das nochmal vielleicht in Relation zu setzen, diese 400 Liter, wenn ich die nehme und umrechne, dann ist das so viel Energie, die da
verbraucht wird wie 8 Klimaanlagen, die 24 Stunden laufen. Das heißt, in diesen Stunden tagsüber, wo der Baum verdunstet, also für diesen Verdunstungsprozess braucht es ja Wärme, also das ist das Sonnenlicht, was dazu dann benutzt wird, beziehungsweise die Wärme, die dabei dann auch entsteht. Also diese Menge an Wärme, die aufgebraucht wird, um Wasser, also Energie, die aufgebraucht wird, um Wasser zu verdunsten, ist das gleiche wie 8 Klimaanlagen. Und wenn wir uns jetzt noch zusätzlich vorstellen, dass diese 8 Klimaanlagen da beim Baum stehen und aktiv dafür sorgen, dass es dort kühler wird, dann ist es eben genau der Effekt, den so ein Baum erreicht. Letztes Jahr, als ich ein bisschen mehr angefangen hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen, hat meine Tochter mich gefragt, ja, wieso ist es denn unter dem Baum kühler als unter dem Sonnenschirm? Und genau das ist eben die Antwort. Unter dem Sonnenschirm entsteht wird keine Kälte produziert, ja, keine Abkühlung produziert, sondern es gibt einfach nur Schatten und die Umgebungstemperatur bleibt quasi dieselbe, während unter dem Baum eben durch den Verdunstungsprozess Kühle entsteht. Und wenn wir uns mal anschauen, wie ist das, wenn die Sonne scheint und auf Vegetationsflächen trifft, dann sehen wir, dass etwa 5-10% der Sonnenenergie in die Bodenerwärmung reingeht. Dieser Boden strahlt dann später wieder Wärme aus. Also erhitzt sich ja nicht auf Dauer der Boden, aber eben von dieser Sonnenenergie, von der Sonneneinstrahlung, 5-10% in den Boden. 5-10% werden in sogenannte fühlbare Wärme verwandelt. Das ist die Wärme, die wir dann eben fühlen können. Das heißt, die Luft wird tatsächlich aufgewärmt. Und der weitaus größte Anteil, 80-90% bei gut versorgter, mit Wasser versorgter Vegetation, geht in sogenannte latente Wärme. Das ist eben diese Wärme, diese Energie, die aufgebraucht wird für diesen Verdunstungsprozess und in Form von Wasserdampf dann letztendlich verschwindet, also in die Höhe steigt oder sich verlagert. Damit wird Energie woanders hingebracht, ohne dass es warm wird. Wenn wir im Vergleich dazu auf den Acker gucken, dann sieht das da natürlich ganz anders aus. Also ein unbedeckter Acker, da geht 10-15% der Sonnenenergie in die Erwärmung des Bodens. 70-80% werden in fühlbare Wärme umgesetzt. Wir merken einfach, auf dem Acker wird es heiß und nur 10-20% wird mit dem Wasser, was dann im Boden vorhanden ist, in die latente Wärme umgesetzt. Das heißt, ein deutlicher Unterschied, der da mit Vegetation bewachsenen Flächen und auf offenen Flächen herrscht. Und wenn wir uns das nochmal ein bisschen genauer angucken mit einer Fotografie und einer Wärmebildkamera hier, dann sehen wir zum Beispiel, wenn wir hier in den Löwenzahn mal reinschauen, der ist ziemlich blau, das heißt, wir haben eine Temperatur da von irgendwo circa 13 Grad und wenn wir auf eine offene Fläche da oben rechts im Bild schauen, dann sehen wir, das sind ganz andere Temperaturen, da liegen wir eher bei 19 Grad, das sind 5 Grad Differenz zwischen da, wo ein bisschen Löwenzahn wächst und da, wo der Boden deutlich nochmal offener ist. Also das ist schon eine Menge an Temperaturunterschied. Wenn wir jetzt nochmal auf größere Flächen gucken, dann sehen wir, wenn wir hier rechts den Wald uns mal anschauen, dann hat der auf dem Wärmebild unten, sehen wir, da ist eine Temperatur von 28-29 Grad, knapp 30 Grad. Und wenn wir auf der abgemähten Wiese mal schauen, dann sehen wir dort eine Temperatur von 39 Grad, fast schon 40 Grad. Das heißt, da sind es über 10 Grad Differenz. Das ist eben der Unterschied zwischen der fühlbaren Wärme, die entsteht, wenn kein oder wenig Wasser verdunsten kann, dann macht es eben, dass da hohe fühlbare Temperaturen entstehen und dort, wo Vegetation dafür sorgen kann, dass die einkommende Sonnenstrahlung in latente Wärme umgesetzt wird, wo es einfach deutlich kühler ist. Das Beispiel kennt ihr natürlich aus dem Sommer, wenn ihr auf ein Feld geht, sind dort andere Temperaturen, die davor herrschen, als wenn ihr in den Wald geht, wo es der Erfahrung nach einfach deutlich angenehmer, deutlich kühler ist. Wenn wir uns dann nochmal angucken, was für Effekte hat es denn, wenn diese latente Wärme entstehen kann? Also wenn Wasser verdunsten kann
und dann in höhere Luftschichten geht. Also der eine Effekt, das seht ihr dann rechts da am Bild, ist, dass die Temperatur sinkt. Das habe ich ja schon gesagt. Der nächste Effekt ist, dass dadurch, dass Luftfeuchtigkeit dann aufsteigen kann, überhaupt eine Wolkenbildung stattfindet. Das heißt, wenn ich mehr Wasser habe, was aufsteigen kann, dann findet letztendlich auch mehr Wolkenbildung statt. Ein Teil der Wärme, die frei wird wiederum bei der Kondensation, also bei dem Umkehrprozess vom Wasserdampf in Wassertröpfchen, wird wiederum die gleiche Wärmemenge freigegeben, führt dazu, dass ein Teil dieser Wärme dann ins Weltall langsam zurückdiffundieren kann, das heißt verloren geht, was ein positiver Effekt ist. Ich habe aber auch gleichzeitig eine erhöhte Reflexion der Wolken. Wenn ich mehr Wolken habe, dann wird mehr Sonnenstrahlung einfach zurückgestrahlt. Dann habe ich den bisschen negativen Effekt, dass wiederum die Wärmestrahlung von der Erde ein bisschen reflektiert wird und ich habe aber natürlich ein Plus in Sachen Niederschlag. Das heißt, insgesamt habe ich viele Vorteile, viele positive Effekte, wenn ich dafür sorge, dass die Sonnenenergie in latente Wärme durch Vegetation oder auch Wasserflächen umgesetzt werden kann. Und man sieht das auch ganz direkt, das ist ein ziemlich altes Bild, aber ein sehr schönes, finde ich, in Australien. Da ist dieser Rabbit Fence, der ein großes Naturschutzgebiet, wo noch natürliche Vegetation ist, abgrenzt von den ackerbaulichen Flächen. Und man sieht ganz eindeutig, wo entstehen die Wolken. Ja? Wo ist Wasser, was von den Pflanzen verdunstet werden kann und entsprechend hochsteigt, um Wolken zu bilden, die möglicherweise dann auch wieder Regen bringen können. Das ist ein Prozess, der auf großen Flächen, und hier ist ein bisschen der Fokus auf den Wald, weil es darüber viele auch wissenschaftliche Berichte gibt, wie es funktioniert, aber es ist einfach auch übertragbar auf die ackerbaulichen Flächen. Da ist es vielleicht der Effekt ein bisschen weniger stark, aber letztendlich genauso spannend und genauso übertragbar. Dann führt Luft, die vom Ozean kommt, dazu, dass Wasser kondensiert, dass Niederschlag ist, das seht ihr hier bei dieser ersten Kondensation und dem Niederschlag, dann im nächsten Schritt wiederum verdunstet, neue Wolken bildet, hier wieder zum Niederschlag führt und. Das ist ein Prozess, der dauernd geht und über viele Tausende von Kilometern zu einem Recycling der Niederschläge führt. Und das nennt man dann auch die Flying Rivers, die fliegenden Flüsse, die vor allen Dingen aus dem Amazonas bekannt sind, aber auch in anderen Regionen der Welt vorhanden sind. Und hier sind nur ein paar wenige skizziert, was dazu führt, dass die Verdunstung in Europa zum Beispiel hier dazu führt, dass ein großer Teil, bis zu 80% des Regens, welcher in China, im Osten Chinas runterfällt, letztendlich wirklich aus Europa kommt. Das heißt, wenn bei uns weniger Regen, weniger Wasser verdunsten kann, dann ist das auch nachteilig für China. Und was passiert, wenn wir jetzt einen Teil des Waldes zum Beispiel abholzen und dort etwas etablieren, was deutlich weniger Wasser aufnehmen kann und Wasser transpirieren kann, dann sehen wir das hier. Also es führt eben zu einer geringeren Verdunstung und damit zu geringeren Kondensation und zu einem geringeren Niederschlag. Also relativ einfach, diese Rechnung. Also das heißt, wir haben verschiedene Faktoren, die hier eine Rolle spielen, wenn wir einfach dafür sorgen wollen, dass dieser natürliche Zyklus erhalten bleibt, dann sollten wir uns dessen immer mehr gewahr sein. Jetzt ist in dieser Diskussion um CO2 und Klima eine Sache zu bedenken, weswegen ich auch so ein bisschen zurückhaltend bin, wenn wir sagen, CO2 aus der Atmosphäre ziehen, da bin ich voll dafür und das sollten wir machen. Agroforstwirtschaft ist da ein wesentlicher Baustein, die Wiederbewaldung global gesehen, Humusaufbau auf jeden Fall. Aber wir sollten bedenken, dass von den ca. 600 Gigatonnen Kohlenstoff, die seit 1750 durch den Menschen zusätzlich, also durch Erdöl, Erdgas, in die Luft gepustet worden sind, etwa 245 in die Atmosphäre gingen, aber auch 150 Gigatonnen in die Ozeane. Also dort quasi zwischengespeichert, abgepuffert,
worden sind. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir wollen und wir können auf welche Weise auch immer, und ich habe gesehen, Elon Musk hat da 100 Millionen Dollar ausgeschrieben für die Möglichkeit, für Methoden, CO2 aus der Atmosphäre rauszuziehen. Also wenn wir es schaffen würden, zu einem gewissen Zeitpunkt, ich sage mal, 45 Gigatonnen aus der Atmosphäre rauszuziehen und dann nur noch 200 drinne zu haben von den Menschen gemachten, und das würde heißen, wir würden nichts mehr in die Atmosphäre pusten, dann haben wir nämlich das kleine Problem, dass die Ozeane wieder zurückpuffern. Sie versuchen immer, einen Ausgleich zu schaffen. Auf einmal ist weniger CO2 in der Atmosphäre, dann ist das einfach ein ausgleichendes Prinzip der Physik, dass dort wiederum ein Teil, und ich habe es jetzt mal hier mit 25 Gigatonnen beziffert, aber das ist nur eine Mutmaßung, wieder zurück in die Atmosphäre geht, was heißt, dass dieser Wert letztendlich in der Atmosphäre wieder steigt. Das heißt, wir haben einen langen Weg vor uns, wenn wir CO2 in der Atmosphäre mindern wollen in Sachen Klimawandel, also Klimaabmilderung. Und das sollten wir bei dieser Diskussion auch bedenken. Also die Möglichkeit, dann wiederum mit der Natur zu arbeiten, wie ich am Anfang gesagt habe, Wasser zu pflanzen, das heißt Vegetation zu pflanzen, ist vielleicht für die Milderung des Klimawandels deutlich wichtiger und möglicher als diese ganze Suche nach technischen Lösungen und teilweise auch biologischen Lösungen, natürlichen Lösungen. Und deswegen sollten wir in der Landwirtschaft dahin gehen, eben auf das Pflügen weitestgehend zu verzichten, stattdessen zum Beispiel eine Direktsaat zu verwenden. Dafür gibt es ja morgen auch einen Vortrag. Wir können hingehen und sollten eben nicht den Boden offen liegen lassen, einer Brache geben, sondern immer mit Zwischenfrüchten bestellen. Wir sollten den Boden auch, wenn die Hauptkultur dort ist, nicht einfach nur offen liegen lassen, sondern mit Untersaaten arbeiten, so viel wie möglich, weil es immer wieder einfach dieses Prinzip ist, den Boden bedecken, Vegetation etablieren. Diese kann dann verdunsten und damit die Temperaturen niedriger halten, Wolken bilden, zu Niederschlag führen etc. Oder Agroforstwirtschaft, dazu ja gleich von Burkhardt auch noch ein bisschen mehr, aber einfach auch aus dieser Perspektive Wasser, Pflanzen. Es geht darum, diesen kleinen Wasserzyklus wieder verstärkt zu schließen und damit uns allen einen leichteren Umgang in Zukunft auch im Bereich der Landwirtschaft zu ermöglichen. Also es geht darum, Bäume zu pflanzen, in welcher Form, also ob das jetzt eine Wiederaufforstung ist oder ob das Agroforstwirtschaft ist. Es geht darum, Untersaaten, Zwischenfrüchte und eben Bodenaufbau, Humusaufbau, denn Humus kann viel Wasser speichern und damit eben auch den Teil, einen Teil dazu beitragen, dass dieser Zyklus wieder geschlossen werden kann.